YouTube. Heute mal kein Indie-Horror-Game, sondern mal wieder ein guter alter Simulator. Wir spielen Crime Scene Cleaner, ein Spiel, wo wir Crime Scenes cleanen müssen. Aber jetzt kommt der große Twist. Nicht irgendwie, wenn die Polizei alle Spuren und Hinweise gesammelt hat, sondern wir müssen für Menschen, die böse Dinge getan haben, quasi den Karren aus dem Dreck ziehen. Wir sind eigentlich selber Schurke, ein böser Crime Scene Cleaner. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten und kommentieren. Das hier ist zwar nur die Demo, aber wir werden gemeinsam reinschauen. Auf geht's! It's open, just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Ich komm ja schon. I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him and his entire family. The problem is, I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Okay, habt's gehört. Ich muss den Dreck wegmachen. Und dafür brauche ich natürlich all meine Utensilien. Finde ich schon mal sehr geil, dass das Spiel so einen Story-Ansatz hat. Also ich glaube, das könnte echt ein cooles Cleaning-Game werden. Und es sieht auch optisch, finde ich persönlich, ziemlich geil aus. Elena, she's still in the hospital. Okay, ich habe Familie. Ich bin Familienvater. Und ich habe einen Hundi. Yo, Hund, pass du auf, ne? Sorry, Dexter, but it's no time for a walk. Natürlich muss der Hund Dexter heißen. Natürlich. Geht ja gar nicht anders. So, wie komme ich denn hier nach unten? Eine Sache fehlt mir noch. Und dafür muss ich irgendwie runter in den Keller. Daddys alte Butze. Sammelobjekte. Nice to know not everyone thinks I'm a loser. Ich war der Typ, den sie vor 3 Jahren beim Crackrauchen im Badezimmer erwischt haben. Sie haben mich nicht nur nicht beim Rektor verpfiffen, sondern auch noch etwas gesagt wie, das Leben ist oft miserabel, aber Drogen machen es nur für einen Moment besser und das lohnt sich auf lange Sicht einfach nicht. Sie sind der Grund, warum ich einen Entzugskur gemacht habe. Es hat funktioniert, ich bin jetzt clean, also danke, Sie waren der coolste Erwachsene in unserer Schule. Ich hoffe, das wissen Sie mittlerweile. Alles Gute, Eric. Okay, ich war anscheinend Hausmeister. Ich war Hausmeister in irgendeiner Schule oder bin Hausmeister in der Schule und der Schüler ist vielleicht nicht mehr in der Schule, kann ja auch sein. Die Dead Cave. Und jetzt, um mir dieses mega geile Haus mit all dem Luxus leisten zu können, säubere ich Tatorte, bevor die Bullen eintreffen. Alright. Das Haus von Mr. Walter White? Oh yeah, baby. Den Schlüssel einfach mal ins Nirgendwo reingedrückt. Passt schon, passt schon. Ob wir selbst fahren dürfen? Das wäre natürlich extrem cool, wenn wir selbst durch die City cruisen dürfen. Nope, wir sind direkt vor Ort. Selbst fahren ist leider nicht drin. Zumindest hier in der Demo nicht. Wie gesagt, keine Ahnung, was die Vollversion alles zu bieten hat. Ich weiß nicht mal, wann sie rauskommt. Entsorge die Körper. Oh Mann, Mr. White lebt aber auch ziemlich reich. Holy fuck, what a bloodbath. Alter, Mr. White! What is going on? Beweise sammeln. Won't budge. Looks like some kind of electronic lock. Okay, ein elektronisches Schloss. Was ist, wenn ich jetzt hier reinspringe? Ich muss den Pool doch erstmal leer pumpen. Ich meine, da ist so viel Blut drin.
Haben wir dafür die richtige Ausrüstung? Bist du auf sowas vorbereitet, Kumpel? Okay, hier kann ich rein. Oh, der Poolboy ist tot. Das ist die Pumpe. Was? Halten, um zu schlagen. Okay, Phase 1. Den Pool säubern. Hier drüben gibt es anscheinend frisches Wasser. Werde den Müll los. Okay, wie komme ich denn zu meinen Sachen? Was ist das hier? Luftreinigung, Mülleimer. Kann ich damit die Sachen einsammeln? Ah. Okay, dann machen wir erstmal hier... Alter, der Mann ist ja komplett durchgedreht. Der kranke Psycho hat ja hier wirklich... randaliert bis zum geht nicht mehr. So, wer den Müll los? 42. Die Frage ist halt, wie penibel sind die? Guck mal, kann ich mehrere sammeln? Warte, halten. Mehrere sammeln. Ah! Ich muss einfach nur so... Okay, ist das Müll? Nö. Ist das Müll? Auch nicht. Ist das der Poolboy? Moment, jetzt machen wir erstmal den Müll. Ich muss mich erstmal um den Müll kümmern. Okay, das ist natürlich geil. Flupp. 29. Oh, hier sind ganz viele Patronen. Warum sind einige rot? Ach, der Müllsack geht voll. Okay. Das ergibt natürlich Sinn. Das ist, wo er das erste Mal geschossen hat. Er hat ein paar Schritte gemacht, dann fiel er ins Wasser. Ich find's geil, dass er immer noch so ein bisschen redet, ne? So, wie mache ich den weg? Wo mache ich denn... Eine Lampe habe ich hier. Ein präzises Reinigungs... Ich brauche so einen Hochdruckreiniger hier bei der Sauerei. Muss ich den hier anschließen? Braucht ja eigentlich Wasser. Warte mal, ich lass mal los. Aber irgendwas ist bei E. So. Benutzen. Okay, der hat Wasser. So, dann machen wir hier mal sauber. Wie kann ich denn die Düse wechseln? Ah, so ist besser. Erstmal die Leiche ein bisschen abspritzen. Ey, es muss sein. Sonst mache ich ja nur überall Schmodder hin. Und ihr wisst, ich bin Profi. Also, keiner ist besser in Putzspielen als meine Wenigkeit. Ich habe kein Wasser mehr. So, wie bekomme ich jetzt Wasser? Reinigen. Benutzen. Gib mir den nochmal. Ja, kann ich hier nicht irgendwie hier anbringen? Ah, ja, genau, das wollte ich. Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ein bisschen die Steuerung reinkommen, dies, das, ne? Ihr kennt's ja. Aber da ich ein professioneller Reiniger bin, also wenn man mal Probleme haben sollte mit einem Tatort, ne? Und mal irgendwie schnell eine Lösung finden will, bevor die Bullen dann wackeln, bevor das Ganze eskaliert, dann sollte man einfach mich rufen. Ey, was ist jetzt hier wieder mit dem Wasser? Okay, kann er den nicht permanent anschließen? Benutzen. Okay, ich muss immer wieder so machen. Okay, ich hoffe, das kann man später mal ein bisschen vereinfachen. Es wäre nämlich geil, wenn man den einfach an die Leitung anklemmen könnte. Das geht nämlich normalerweise bei einem Hochdruckreiniger. Besonders bei einem mit Qualität. Ja, ich besitze einen Hochdruckreiniger und ja, ich verwende ihn. Den schließe ich einfach an den Gartenschlauch an und dann ab geht's. Aber das ist ein bisschen doof. So. So, nochmal hier. Bisschen Wasser holen. 48%. Das sind halt immer so schöne, entspannende Spiele. Es gibt doch nichts Schöneres, als einfach so ein bisschen... Ja, einen Tatort irgendwie... säubern. Es tut einfach gut. Hinterlassen wir Spuren? Ist es auf so einem hohen Niveau schon, dass... wenn ich durch eine Pfütze laufe, dass ich direkt
Spuren hinterlasse. So, wie kann ich denn eine Leiche einsammeln? Was wird das nächste Ding? Muss ich den Poolboy irgendwie wegtüten? So, hier ist noch ein bisschen. Gibt es so eine Art Sicht? Wisst ihr, was ich meine? So eine, wo noch Flecken sind. Hier ist ja auch noch super viel Zeug. Fußabdrücke. Bin mal gespannt, wie penibel das Spiel ist. Aber jetzt geht's relativ schnell. Ne, ich komme gut voran. Ich sag ja, absoluter Profi. So viele Reinigungsspiele gespielt. Ich weiß, wie das geht, Kumpel. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. 87, hier sind noch Fußabdrücke. Dann ist hier oben noch jede Menge Schlons. Alright, 96%. 100. Er ist zufrieden. So, mal wegstecken. Wie komme ich jetzt wieder zu meinen Händen? Wohin packe ich sowas? Muss das hinten auf meinen Pickup hinten drauf so? Wir nehmen es mit. Würde Sinn ergeben. Loslassen. Okay. Alright. Müllsack entsorgt. Sicherung zurücksetzen. Dafür brauchen wir den Schlüssel. Und dann haben wir hier so eine Art Bodybag. Was mache ich mit dem? One shot in the back, one in the head. He didn't really stand a chance. Er hatte keine Chance. Mr. White ist komplett durchgedreht. Hat ihn niedergemetzelt, der alte verrückte Chemielehrer. Waldweg. Keine Aufgaben an diesem Ort. Ah, ist ja echt cool. Also es könnte echt ein richtig top-notch Simulator werden. There you go. Ach, und dann tütet er die hier automatisch ein. Ja, das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Ich find's auch geil, dass es eine Story hat. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So. Beweise sammeln. That should open the main door. Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up. Not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. Okay, das gehört alles immer noch zum Bereich Schwimmbecken. Das sind also die Beweise. Gut, dann haben wir den Außenbereich durch. Alter, 5 Leichen. Mr. White. Mother F. Erdgeschoss. Ey, die leben aber auch wie die Kings hier. Sollen wir mal einen Mob rausholen? Ah, der wird auch dann bloody, ne? Dann noch eher mit dem Powerwasher. Aber hier in der Villa müssen wir schon deutlich mehr machen. Coole Mob-Animation. Ah, aber wird schon blutig. Einfach hier. Warum ist die Villa geflutet? Jo, ich hab's mir einfach gemacht, Bruder. Sie haben nur das Sparpaket gebucht, Mr. White. Das Gemälde ist voll mit Blut, aber mit meinem Hochdruckreiniger kriege ich das alles wieder hin. Das sieht gut aus, Mr. White. Das sieht gut aus. So, ich brauche Wasser. Den ganzen Müll hier wegräumen. Was ist denn das für ein merkwürdiges kleines Ding hier? Eine Ankleide oder was soll das darstellen? Ziemlich unnötig, Mr. White. Ziemlich unnötig. Aber ich bin nicht hier, um zu richten, sondern um zu richten. Oh Gott. Ich mache auch die Leichen sauber, Mr. White. Kein Problem. Had no idea somebody's after her husband.
kümmere mich darum, ne? Ist ja mein Job. Flupp. Okay, dieses mehr auf einmal einsammeln finde ich genial. Flupp. So, wie viele Sachen muss ich hier einsammeln? Viele, oder? Flupp. Wäre cool, wenn er auch noch mehr als einen Müllsack tragen könnte. Flupp. Flupp. Kann man das mal bitte sammeln? Ja, ich will es eigentlich wegtreten, nach dann einfach so. So, hier ist noch ein bisschen. Machen wir Blutspur? Ah, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, Mr. White. Will hier keinen Ärger machen. Ich meine, bin ich halb professional. So, müssen wir erstmal hier gucken, dass wir alles sauber kriegen. Der Boden, der muss clean sein. So Schmodder hier, der muss weg. Gott, liebe ich meinen Hochdruckreiniger. Hochdruckreiniger ist auch im echten Leben einfach was Geiles. Das ist einfach was richtig, richtig Geiles. Es gibt nichts Schöneres, als den Schmutz mit so einem Hochdruckreiniger wegzumachen. Das ist so ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Das ist einfach nur geil. Leider kommt der viel zu selten zum Einsatz. I work. Bam! Es sieht alles gut aus. So, was ist das denn hier? Tried to make that call, but ran out of time. Wollte noch die Bullen anrufen. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? So, die muss weg. Muss ich beeilen, bevor es wieder hell wird. Immerhin fahre ich dann mit einem Pickup, wo 5 Leichen und andere Beweismittel drin sind, durch die Gegend. It was nice not knowing you. So, gib mir nochmal die 4. Direkt nochmal Wasser rein. So, der Tisch. Tisch ist sauber. Das sind nochmal Fußabdrücke gewesen. 92. Hier ist nochmal was. Müll. Boah, jetzt weil ich hier so am Amoklaufen war, habe ich ganz schön Dreck gemacht. Das kostet. Jetzt werde ich Mr. White alles auf die Rechnung schreiben müssen. I'm sorry, Mr. White. Aber meine Talente kosten gutes Geld, ne? Die kosten leider gutes Geld. I take you as my piece of trash. Hab ich alles? Yo. Küchenmesser liegt hier noch rum. If you'd ever bought these, maybe you could have saved your family. So, gib mir mal den Sack hier. Kann ich davon mehrere tragen? Immer nur einen. Ätzend. Lass mal hier hinlegen. So, gib mir den hier. Leg ich mal hier hin. Boah, hier ist also Schmodder. Bin ich da reingetreten? Sonst ist er sauber, oder? Hier ist noch ein bisschen Schmodder. 93. Oh, hier ist super viel Schmodder. Zählt das noch hier mit rein? 94, ja. Das Aquarium. 96. Fertig. Nice. So, dann holen wir mal den Sack und legen ihn auch schon mal hier hin. Ich muss jetzt ein bisschen System reinbringen.
Eine Sache fehlt noch. So. Stelle die Möbel wieder an ihren Platz. Du willst mich doch aufheben. Wo ist denn ihr Platz? Das ist nicht ihr Platz. Ist das ihr Platz? So, wo kommen die Möbel denn hin? Ah. Wo kommst du hin? Warte. Drehen. Muss mich jetzt auch noch drehen. Bitte. Oh Gott, der nimmt's ja wirklich super genau. Hier noch einer hin. Hätte ich noch nicht so viel randaliert. So. So, hier zack. Alter, das nenne ich mal Service, ne? Das nenne ich mal Service. Der Mann macht ja alles. Den bräuchte ich bei mir. Wo kommt denn das Ding hin? Wo stand denn das? Hier noch eins. Hier noch eins. Warte mal, hier ist noch so ein Mülleimer. Oder was ist das hier? Ein Wasserkocher? Drehen. Die zählen anscheinend nicht. So, der wird wahrscheinlich hier hin müssen. Sind wir bei 13? Kann ich das Bild richten? Ja. Ist nur die Frage. Oh. 15. Das hier noch richten. So, was sieht denn hier noch nicht gut aus? Kochbuch. Das Messer hier? Das lege ich einfach mal hier hin. Aber sonst sieht doch hier alles gut aus. Ist hier noch irgendwas? Zählt der Bereich auch? Ist das ein Surveillance-Raum? This message didn't age well. So, hier muss ich auch noch Beweise machen. Alright, Alter, kann ich mich hier bedienen? Stehlen? Wow. Mr. Grabby Hand strikes again. Ey, das ist so ein bisschen Bonus halt, ne? Für die anstrengende Arbeit hier. Ich arbeite mich hier immerhin fast tot. So, gehen wir mal hoch. Erster Stock ist also wieder ein Bereich und hier ist wieder jede Menge Schmodder. Da brauche ich aber ganz schön meinen zuverlässigen Hochdruckreiniger, du. Oh, 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 Kumpel. Nicht gut, Alter, nicht gut. Einschlagen, aber wie? Your concerns were legit. Dad sammeln wir erstmal. Fucked the whole family by accident. Und. Ah, und. Ei, zum Glück habe ich meinen Karatemeister gemacht. Und du, Kind. Treffe ich nicht. So, warte mal. Kann man das wie Müll einsammeln? Was da nicht alles reingeht. Oh, hier habe ich Water. Das ist nice.
Komme ich jetzt aber da ran? Kann ich die aufmachen? Ist die schon offen? Oh, die ist schon offen. What? Ach, Hochdruckreiniger geht nur unten. Oder wie? Was ist denn das Ding? Warum hängst du jetzt da vorne rum? Wie bist denn du da hingekommen, du kleiner Schlawiner? Warum kann ich ihn jetzt nicht benutzen? Davor konnte ich ihn doch... Ja. Wenn ich jetzt auf die 4 gehe... Ist das eine Hochdruckreiniger, freie Zone oder... Hä, warum kann ich hier nicht mehr... Davor hat er sich doch auch so schön auf den Rücken geschnallt, den Hochdruckreiniger. Ah, keine Ahnung. Dass mir so schnell es geht, so gut es geht, das Gröbste schon mal wegmachen. Hier runterspringen? Nö. Was? Der hängt jetzt hier rum. Moment. So, jetzt habe ich ihn gesammelt. Aber hier kann ich mir kein Wasser rausziehen. Wieso auch immer. Wieso auch immer? Warum geht das jetzt denn nicht mehr? Es geht nur bei diesem Container hier drüben. Kriege ich jetzt kein Wasser mehr rein? Mob. Mob. Ich habe 2 Mob. Okay, jetzt... Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche Demo-Probleme. Ich weiß auch nicht, welche Möbel hier noch fehlen. Die noch nicht ganz korrekt sind. Da müssen wir dann... Da liegt Geld rum. Okay, Wasser habe ich drin. So, erstmal hier oben den ganzen Schmodder weg. So, warte, wie kann ich den hier... Oh, da ist ja auch noch jede Menge Schmodder. Warum kann ich dich nicht verwenden? Mann, machst du mir das Leben schwer, Hochdruckreiniger. Oh Gott. Alter, was hat ihr hier getrieben? I need to be careful so she doesn't fall. Super. Jetzt habe ich da unten noch bestimmt voll den fetten Fleck. Wo ist noch Blut? Huh. Hier schon mal nicht. Glaube ich zumindest. So, das erstmal repariert. Wo kommt das hin? Keine Ahnung. Erstmal Müll wegmachen. Let's get rid of that. Oh nein, kommen die Bullen? Höre ich da hinten im Hintergrund Bullen? So, dann wir wieder einpacken. Bams. Bams. Ich mach das alles clean. Wische das ganze Blut ab. Back where it belongs. Stehlen. Klar, nehme ich mit. So, wie sieht's hier draußen aus? Oh Gott, sie ist auch noch... Oh nein. Oh nein. Don't have a key. A hatchet will do. So, darum kümmere ich mich. Einfach zu gut. Wo kommt sowas hin? Vors Bett?
Bitteschön. There. As good as new. Kommt das hier vielleicht hin? Hier. So. Gehen wir nochmal hier Reiniger. Was, wo ist der denn? Jetzt ist der wieder unten? Ich. Also das Ding macht mich jetzt gerade echt ein bisschen irre. Und warum steht das Teil immer noch nicht korrekt? 17. What? What? Wie? Wie? Wann? Wann ist das kaputt gegangen? Irgendjemand ist hier im Haus, Mr. Clean. Irgendein Psycho ist hier im Haus. Wo war das Ding hier? Warum ist jetzt wieder jede Menge Müll? Ich glaube, ich bin hier nicht alleine. Alter, was ist hier passiert? Okay, ich muss erstmal die Säcke wegräumen. Schaut euch das an. Jemand hat hier sogar eine alte Milchpackung und so. Krank. Absolut krank. Keine Ahnung, was für ein Soziopath hier drin rumwütet. Aber wir müssen irgendwas machen. So. Bevor hier wieder gleich irgendwie der ganze Raum explodiert. Oh, Baba, nicht in den Pool fallen. Nee. Stopp! Stopp, Müllbeutel! Stopp! Du. Wo wolltest du hin? Hier hin. Okay, das haben wir. Irgendeine Aufnahme muss ich noch loswerden. Was ist das denn hier? War ich hier eigentlich schon drin? Oh, Kacke. Hier geht's ja noch runter in den Keller. Jesus, that one was tortured. Heilige Mutter Gottes, was treibst du denn hier, Mr. White? Verdammt. Das geht aber jetzt mal gar nicht fit. Uncool, Mr. White. Uncool. Okay, wir räumen erstmal die ganzen Müllsäcke weg und die Leiche von der Lady. Verdammt, Mr. White. Verdammt. Ist nicht cool. Frauen töten, Folterung unten im Keller und so ein Kram. Echt uncool, Alter. Ich habe ja schon Familienprobleme gesehen, aber das da... Das geht sogar für meinen Geschmack ein bisschen zu weit, Mr. White. Mein Van wird so voll sein. Der wird so verdammt voll sein. Müllsäcke entsorgen. Da oben liegen auch noch welche. Zum Glück ist der Mann körperlich mal fit, ne? Nicht so wie die anderen Typen, die dann immer gleich total fertig mit der Welt sind und schnaufen und hecheln. Weil sie mal ein paar Schritte hin und her rennen müssen. In so einer Situation, da hast du so viel Adrenalin in deinem Körper, da bist du so aufgepusht. Du bist doch Profi. Du musst deinen Körper stehlen für diese Art von Jobs. Das ist nichts für Warmduscher. So, das nehme ich jetzt erstmal wieder mit. Werde mülllos. Can't really call it a soft landing. Hey, die Alte ist explodiert. Hard to imagine losing a child like that. Machen wir Blutspuren? Ich glaube nicht. Ist nicht jeder irgendwie irgendjemandes Kind? Von daher... Okay, damit haben wir schon mal 3 von 5 Leichen gefunden. Rein mit dir. Wie das aussah. Zack, rein in den Van. Mama,
benutzen. Jetzt kann ich ihn doch auch einsammeln. Oh, jetzt bin ich doch wieder mobil. Alles ganz easy. Machen wir hier schnell das Blut weg. Oh, sieht doch gut aus. Hochdruckreiniger sei Dank. I'm not a garbage man, I'm a trash collector. Ich brauche dich nochmal Hochdruckreiniger. So, hier müsste eigentlich alles weg sein. Wo ist denn jetzt hier noch Müll? Angeblich soll ich hier noch Müll entsorgen. So, Waldweg ist clean. Aber hier ist noch irgendwo 5 Müll. 5 Müll lungert irgendwo hier noch rum. Und ich muss 5 Müll finden. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Ach, hier. Hier ist alles voll Müll. Der ganze Tisch ist eigentlich vollgerotzt. Nochmal ein bisschen Geld. Was brauche ich dich hier nochmal? Hat er jetzt volles. Hat er jetzt einen vollen Tank? Nee. Warte einen Moment. Jetzt kann ich ihn wieder nicht auffüllen. Doch jetzt. Danke. So, wenn man das erstmal oben fertig. Hier sind wir los. Nur diese CCTV-Aufnahme. Wie soll ich alles an Blut abwischen? Wo ist denn hier noch Blut? Hier. Ist hier noch irgendwo Blut? Oder so ein bisschen Blut. Aber sonst. Bett sieht gut aus. Hier war noch ein bisschen Blut. Ist irgendwo Blut an der Decke? Hier ist noch Blut. Keeping calm is the best I could do. Bitteschön. So, das erstmal hier weg. Der Raum sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ach, hier drüben geht's weiter. Oh no. Hier geht's weiter, Freunde. Hier gibt's auch jede Menge Blut. Oh, Kacke, was hast du denn hier gemacht? Was zum Geier? Er hat den Gamer abgeschlachtet. In seinem Gamer-Chair. Mit Greenscreen und allem. Alter, verdammt. Mann, Mr. White, sowas können sie doch nicht bringen. Just imagine playing some FPS and ending up with a bullet in your head. Pff, ja. Now that's what I call immersion. Das nenne ich auch Immersion. Okay, dann haben wir nur noch die Kellerleiche. Kann ich ihn holen? Nee. Es würde doch easy gehen. Kriegst doch beides wohl hin. Alter, die ganze Familie wurde weggemetzelt. What? Das Spiel ist krank. Das Spiel ist absolut krank, Leute. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hashtag ich liebe es. No need to thank me. Hashtag ich liebe es in die Kommentare. So, Moment, ich brauche wieder hier. Nutzen. Water ist drin.
Ein bisschen Blut gewesen. So, jetzt erstmal hier wieder. Das will er weg. Alter, was hat der hier? Der Junge hat ein ernsthaftes Milchproblem. Guckt euch das an, der war richtig milchsüchtig. Andere trinken irgendwelche Energy Drinks und der brauchte Milch ohne Ende. Tja. Sein Milchsuchtproblem war eine üble Kiste. So. Ist eigentlich irgendwo hier, ja. Mission accomplished. Alter, natürlich hat der Toilettenpapier, der Boy. Der kleine Wichser. Der kleine Wichser hat natürlich Toilettenpapier. Die Reichen haben überall ihr Geld rumliegen. So, ein bisschen drehen. Kann ich irgendwie nicht jetzt. Was mit dem Brett spielen? Der hin, wahrscheinlich hier hin. So, was ist das hier? Yeah, it literally killed him. Gamers, brace yourselves. Laptop. I need that laptop. So. Müll haben wir alles. Aber hier fehlen auch noch Möbel. Warte, habe ich noch was gesehen? Das Premium-Schlagzeug vom Jungen. So, eine Sache fehlt noch. Aber was? Ah. So, der erste Stock ist damit komplett clean. Ich sag ja, ich bin der Beste. An meine Qualität kommt keiner ran. Höchstleistung, was so Sachen angeht. Ich bin einfach unverschämt gut darin zu putzen, wie im echten Leben. Ich bin einfach der Cleaner. Ich bin einfach der verdammte Cleaner. Wenn man haben will, dass es richtig sauber ist, dann muss man es eben selber machen. Meine Cleaning Skills sind irre. Das Problem ist nur, wenn wir hier, obwohl, vielleicht ermittelt die Polizei ja dann nie. Weil wenn die einmal ihre Forensiker losschicken und gucken sich den Siphon des Pools an, den Ausguss, den Ablauf, dann haben die da so viel Schmuddel-DNA, weil da so viel Blut durchs Wasser gejagt wurde. Danach ist Mr. White erledigt. So, wo war das hier hinten in der Küche, ne? Kann ich das echt nicht wegräumen? Nee. Mal ist es Müll, mal ist es kein Müll. This was not a drill. Alter, der hat ihm einfach hier die Fresse weggebohrt. Das war nicht viel. Handy for breaking bones. As if one wasn't enough. Krank! Alter, ist der Körper von dem Typen. Easy to see that it was deeply personal. So that must be Mark. Hi Mark. Werde allen Müll los. Oh, da ist noch ein bisschen was. Hi Mark. Na? Hast wohl eine wilde Nacht, ne? Ich geh nochmal durchs Haus, guck, ob ich noch irgendwas klauen kann. Mach noch irgendwie ein paar Erfrischungs... So ein paar Vibres-Sprüher mache ich irgendwie noch hin und dann gut ist. Bye, Mark. Hi, Mark. Bye, Mark. Werden Sie den Müll los?
Jetzt plötzlich ist hier neuer Müll, ne? Aber wo? Zerbrochener Laptop. Oh, hier sogar ein bisschen mehr als nötig. So, hier noch alles geklaut. Teurer Wein. Schmuck habe ich alles mitgenommen. Badadusch, mein Freund. Warte, Keller wollte ich noch checken. Nee. Was? Taschenlampe war Tee? Ah ne, Codex-Eintrag. Taschenlampe ist F. So. Die Luxus-Villa. Also die Grafik finde ich auch richtig geil für so ein Indie-Game. Das kann sich schon alles sehen lassen. Die Luxus-Villa ist clean. Dann schauen wir mal, ob wir 100 Punkte haben. Verdacht. Körper entsorgt. Gewinn. 97. Weil ich Clown war, ne? Aber trotzdem nicht schlecht. Das war Crime Scene Cleaner. Lieber Spieler, danke, dass du den Crime Scene Cleaner ausprobiert hast. Wir hoffen, dass dir diese Erfahrung gefallen hat und du Spaß beim Reinigen des Tatorts hattest. Leider war das alles, was es zu sehen gab, aber wenn du möchtest, kannst du die Demo immer wieder spielen, bis du zufrieden bist. Und denk daran, das vollständige Spiel wird noch mehr Funktionen zum Erkunden haben. Vergiss nicht, Crime Scene Cleaner zu deiner Wunschliste hinzuzufügen. Bitte beachte, dass deine Wunschliste uns bei der weiteren Spielentwicklung helfen. Teile uns. Ja, teilen tue ich ja. Wunschliste habe ich auch. Ja, das war Crime Scene Cleaner. Ein sehr, sehr cooles Spiel in seinem Genre. Also sehe ich auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Eure Meinung ist jetzt gefragt. Gut, nicht so gut. Die Cleaner Community. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wenn die Vollversion rauskommt, werde ich die auf jeden Fall spielen. Habe ich richtig Bock drauf. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewerten, kommentieren. Ihr wisst ja, ihr müsst unbedingt mich unterstützen und so weiter und so fort. Tschüss!